Der interdisziplinäre Austausch, den die Permedicon in dieser Form, glaube ich, einmalig ermöglicht für das Feld der personalisierten Medizin, ist extrem wichtig. Gerade hier treffen ja die unterschiedlichsten Felder aufeinander. Die Grundlagenforschung, die industrielle Forschung, die Frage des Zulassungsrechts, also der Regulatoren, der gesetzlichen Gestaltung und der Erstattung. Und all diese Felder müssen zusammenkommen, im Bereich der personalisierten Medizin Fortschritte zu erzielen. Das geht nur im Austausch, gerade bei so einem Feld, das sich in dynamischer Entwicklung befindet. Und von daher ist das, glaube ich, das entscheidende und zentrale Asset auch der Permedicon. Bereits im letzten Jahr hat mir dieser Ansatz sehr imponiert, weil man eben häufig Veranstaltungen sieht, die aus einer Ecke kommen. Von den Wissenschaftlern, von der Industrie. Von vornherein diese Seiten zusammenzuführen, das ist ein ganz, ganz wichtiger, grundlegender Schritt in der Konzeption der Permedicon gewesen. Es freut mich sehr zu sehen, dass es auch in diesem Jahr so trägt.